Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Hearts of Iron 4. Gut zu wissen. Wir strugglen hier immer noch mit der Sowjetunion. Wir haben eigentlich schon einen richtig großen Batzen davon eingenommen. Aber der richtig schwere Teil, der kommt erst noch. Und da Deutschland leider nicht so lange durchgehalten hat und es sogar aufgeteilt wurde, wie man hier so schön sehen kann, in West- und Ostdeutschland. Und ich glaube, ja, die sind alles Puppets. Oh, jetzt kommen die ganzen Armeen von hier drüben. Die werden jetzt langsam, aber sicher. Die sind wahrscheinlich noch hier gerade mitten unterwegs. Ein paar sind hier sogar schon mit dran. Ich glaube, das wird hier gleich richtig übel werden. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir können... Wir können... Rückzugslinie, genau, das wollte ich gucken. Können wir eine Rückzugslinie machen? Und zwar... Moment. Ja, die Stadt würde ich schon gern noch halten. Und den Flughafen auch. Das heißt... Ne. Am besten hier hinterm Fluss. Das ist hier unsere Rückzugslinie. Dann haben wir hier das Safe. Oh, hier müssen wir unbedingt noch die Leute rauskriegen. Sind überhaupt noch Leute drin? Oder wurden die weggenatzt? 19. Ja, der hat ein paar verloren. Der war mal mit 30. Yikes. Wir haben absolut nichts, um neu zu bauen. So, dann haben wir da die Rückzugslinie. Dann machen wir jetzt hier du. Machst deine Rückzugslinie. Mir nicht durch. Machst da deine Rückzugslinie. So, ich schicke die jetzt einfach mal alle zurück. Einfach damit wir uns hier mal neu formieren. Die werden wirklich nur verteidigen. Sich komplett einbuddeln. Transportflugzeuge brauchen wir nicht. Nicht erfüllte Importanfragen. Ach, so nervig hier. Hier ist Japan, was haben wir hier? Iran, Siam. Was ist denn mit denen passiert, bitte? Länderliste öffnen. Moment. Ah, wir sind doch Nachbarn. Ich glaube, die haben nichts, ne?
auch ziemlich gut bestückt sind, muss ich sagen. Okay. So, wir gucken jetzt mal, dass hier unsere Leute sich irgendwie zurückziehen können. Mein Hauptaugenmerk ist immer noch der Norden. Wir versuchen jetzt quasi hier oben durchzustoßen, um dann mit den gesamten Armeen von hier Norden hier nach unten zu gehen und die vielleicht sogar so ein bisschen abzuschneiden. Das wäre richtig, richtig gut. Wie gesagt, die greifen ja auch noch mit an. So, die sind schon am Zurückziehen. Ich hoffe mal, wir kommen da irgendwie alle raus. Das wäre richtig, richtig gut. Sieh mal, die Transportflugzeuge können wir jetzt auch sein lassen. Das kann auch alles runter. Eine ist beschädigt, das ist okay. Und dann machen wir ab jetzt nämlich nochmal eine Infanterie. Wenn wir jetzt doch noch mehr Sachen kriegen, dann können wir die komplett vollhauen. Greif mal nicht weiter an. Du bist jetzt einfach nur am Zurückziehen. So, warte mal, die ziehen sich ja da auch zurück. Dann nehmen wir ihn mal. Wir ziehen uns hier auch mal zurück. Wir lassen denen mal hier so ein bisschen Raum, damit wir nach hier oben weiterhin durchstoßen können. Das ist quasi der Plan. Und die bleiben einfach nur defensiv. Ihr zieht euch einfach nur zurück, nehmt da die Position ein, grabt euch ein, so gut es geht, und dann. Nee. Jetzt auch noch sowas hier. Das ist egal, nicht abhüllte bla. Alter, wir haben so viel politische Macht. Forschung, Luftwaffe. Ich brauche das andere. Da brauche ich den sowjetischen irgendwas. Dann nehmen wir erstmal den. Können wir hier irgendwas verbessern? Nee, auch nicht. Umfangreich. Ausbildungszeit erhöht sich. Letztes Aufgebot. Nee. Das bringt alles nichts. Frühe Mobilmachung. Fabriken für Konsumgüter, Kriegswirtschaft. Generalmobilmachung. Okay.
ist erstmal egal. Kämpfen die hier eigentlich immer noch gegen Japan oder? Ich weiß nicht, was da, was der Deal hier ist, wenn die ja ihre Autonomie erhöhen. So, für mich einfach nur wichtig, wir müssen jetzt hier oben irgendwie durchstoßen. Das nehme ich gerne an. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Gebirgsjäger. Da sind wir leider noch ein bisschen zu weit hinten. Das bringt jetzt gar nichts mehr. Eine Flak brauchen wir auch nicht mehr. Das hier wird noch gut, obwohl es mechanisierte sind. Wir können die hier machen. Ob das jetzt noch was bringt, weiß ich nicht. Ah, wir waren so kurz davor. Wir hätten eher diesen Durchstoß machen sollen. Und eigentlich hätte Deutschland, hatte ich gedacht, hätten die ein bisschen länger durch. Aber es kommt ja ungefähr hin. Die hier immer sich noch immer hinbewegen, ne? Ja, wir machen ja schon den. Fingen sich alle immer noch hin. Das ist einfach viel zu groß hier auch alles. Die Infrastruktur ist bestimmt totaler Crap. Ja, wir müssen hier irgendwie durch. Was das macht. Das ist okay. Oh, hier die Ölfelder können wir machen. Die Dings 3, okay. Aber wir bräuchten unbedingt mehr. Natürlich sind jetzt ein paar zurückgefallen. Aber es ist noch okay, alles ist gut. So, eigentlich sind wir jetzt wieder gut bestückt hier. Das heißt, hier können jetzt ruhig wieder die Divisionen hin. Zu weit oben. Machen wir hier hin. Und die Lilanen, die können ruhig hier hin, aber hm.
Jetzt müssen wir hier die Rückzugslinie wegmachen. Division. Ich verstehe nicht, warum hier bei der blauen nicht alles hier ist. Moment. Ihr geht mal bis hier hin. Die sind bis hier und dann ist der Orangene hier. Ne, das ist der hier oben. Nur 19. Und hier haben wir den blauen. Du gehst mal bis dahin. Ja, der ist viel zu weit oben. So. Die anderen werden hier eh reinreiten. Das ist okay. Irak hat kapituliert. Wir werden jetzt einfach mal mit denen hier hin raschieren. So, das hier, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich, dass die hier nicht weggekommen sind, aber what can you do? Die anderen, hoffe ich jetzt mal, dass die jetzt hier mal irgendwie klarkommen und sich einfach nur in Position bringen und dann einfach nur sich einbuddeln. Ja, das ist ja auch ein bisschen eklig, die ganze Bewegung. Wir können trotzdem mal eine Angriffslinie machen. Irgendwann mal für den Fall das. Das kann weg. Okay. Mir sagen, die kommen hier nicht gegen diese eine Armee hier an. Müssen hier irgendwie durchkommen. Bitte, danke. Keine Ahnung, ob ich da durchkomme. Wir müssen es irgendwie versuchen.
So, und ihr, wenn ihr euch jetzt hier einfach nur einbuddelt. Dann kommen die hier eigentlich gar nicht mehr durch. Ja, ich glaube, den werden wir hier verlieren. Mal gucken. Es klappt hier irgendwie noch nicht so ganz. Hier nur 3 Divisionen gemeldet. Der rote. Armee 12, genau. Den blauen schicken wir einfach mal so hier hin. Du machst hier eine Defensivlinie. Und was ist mit dir hier eigentlich? Du bist Armee 3. Wenn man hier gar nichts sieht. Oh, shit. Okay, und go. Du, haben wir gesagt, du bleibst da. Du sollst auch nur verteidigen. Das ist der hier. Ich mach mal die, die verteidigen, mach ich mal hier rein. Und die anderen, die angreifen, die sollen jetzt hoffentlich mal irgendwie loslegen. Ja, der scheint sich hier auch nicht wirklich zu bewegen. Ich check das immer nicht. Das sind ja die. Ja, das ist alles der Grüne hier, der sich nicht bewegt. Na, machen wir so. Division. Voller Angriff und go. Und wie klappt das hier alles nicht so richtig mit denen? Ich habe ein bisschen Angst, dass die hier gerade übelst auf den Sack bekommen, oder? Ja. Die werden hier auch ein bisschen zurückgedrängt. Oh, haben die es hier noch geschafft? Ich guck mal, ob ich sie hier irgendwie rauskriege. Machen leider immer noch nicht genug von denen.
Okay. Ja, der Angriff, das irgendwie klappt das hier alles nicht. Ich weiß auch nicht. Das, der Norden ist halt übel schlecht. Hier fehlt auch übelst alles. Oh, das nervt mich gerade richtig hier, dass das hier nicht so will, wie ich will. Ich will doch bitte, dass der hier runter geht. Vielen Dank. So, das gleiche mit dem hier bitte. Das gleiche mit dem hier bitte. Und dann haben wir noch den roten. So, trotzdem bitte alle schon angreifen. Und dann, ich habe alles gemacht. Die sind zwar nicht fertig mit dem Plan, aber theoretisch müssten sie trotzdem loslegen. Entweder die schaffen es jetzt oder das Game ist verbuggt, dann ist es mir auch egal. Noch mehr verschanzen, oder? Kriegen wir das hin? Das dauert zu lange. Das ist leider auch noch nicht fertig. Dann können wir hier das noch machen. So, vom Krieg her, wie sieht's aus? Sowjetunion 4 Millionen. Während wir 2,7 haben. Da zählen jetzt aber die von den Deutschen schon gar nicht mehr mit rein. Aber trotzdem, denen müssen irgendwann die verdammten Soldaten ausgehen. Gut, Marineangriff macht jetzt nicht so. Strategische Bombardierung macht auch nicht. Ja, wir werden trotzdem mal das machen. Das nehme ich gerne in Kauf. Müssen hier mal dafür sorgen, dass die Sachen hier verbessert werden, damit wir hier oben mehr nachrüsten können. Ich hoffe ja mal, das geht schnell, wenn es überhaupt geht. Stoßen hier immer noch vor. Klappt alles hinten und vorne nicht, ey. Checkt es nicht. So, die machen das Stück. Das ist schon mal richtig. Und ihr hättet eigentlich hier das Stück noch machen müssen. Kriegen wir das jetzt mal irgendwie hin, oder? Ist das hier so groß, ist das Feld, ey?
Ich verstehe es nicht hier. Die 20 Millionen Truppen hier, das ist einfach zu viel auf einmal, glaube ich. Wir müssen jetzt hier irgendwie durchbrechen. Sein, dass die hier gegen eine Truppe nichts anrichten können. Aber die Verteidigung ist natürlich enorm. Das nehmen wir gerne an. Wie gesagt, wir können hier leider nichts machen. Das bringt alles nichts. Auf jeden Fall sind jetzt hier schon mal irgendwie alle in Bewegung. Was hätte schon vor 10 Jahren hätte sein sollen. Die bewegen sich auch vor, es ist auch April, also es ist noch nicht mal irgendwie verschneit oder irgendwas. Jetzt müssen wir wirklich mal drauf achten, wer hier mehr Einheiten verliert. Sehr gut. So, die greifen jetzt hier Afghanistan und Iran auch an. Das heißt, die sind immer noch ein bisschen abgelenkt. Aber ich komme hier einfach nicht durch. Obwohl der jetzt schon doch ein bisschen Organisation verliert. Immer noch miese, was das angeht, leider. Was, der Fall von Tokio? Oh, die Vereinigten Staaten. Okay, damit hat sich das mit Japan erledigt. Mal den hier nicht nochmal fragen wegen Streitkräfte. Ach du Scheiße. Das ist ja wirklich heftig. Die Hälfte machen wir mal hier rein. Dann nehmen wir noch mal die Hälfte, machen die hier rein. Die werden wahrscheinlich 20 Jahre brauchen, aber... So, hier können wir noch einen neuen machen. Und dich könnten wir aber mal benutzen. Der ist doch wieder voll. Aber hier nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
2, 4, 5, 6, 7. Und die gehen komplett hier hin. Sehr nice. Was haben wir hier noch? Das ist doch auch unser... Krass, wofür er die ganzen Einheiten hat, ja? Du kannst mal auch hier hingehen. Zum Glück genug Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, schicken wir auch mal alle hin. Ja, Siam können wir ruhig annehmen, das ist okay. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier oben irgendwie mal durchkommen. Aber hier haben wir gut alle wieder aufgefüllt. Schade. Vielleicht können wir den doch bei den hier mit reinstecken. Dann ist der erstmal auch weg. So, die gehen alle nach oben. Sehr schön. Dann werden wir jetzt hier mal mit der geballten chinesischen Macht dagegen ankämpfen. Ja, schön verwundet. Klasse. Das bringt hier alles nichts mehr. So, machen wir mal hier nochmal ein Go. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir denen ihre ganzen Armeen komplett wegbomben. Und wenn wir die ganzen Sachen hier kriegen, das hier zum Beispiel, das mussten wir jetzt ja aufgeben. Wichtig wäre aber, wenn wir denen das Öl wegkaschen, beziehungsweise hier der Stahl. Wenn wir den Stahl hier kriegen, dann ist GG, aber wir haben wirklich sehr, sehr wenig Material nur noch. Das ist sehr, sehr schlecht. Nicht gut. Kommen die hier vorwärts oder nicht? Ich merke das irgendwie nicht. Stop.
Okay, hier sieht es irgendwie ganz gut aus. Da kommen ja jetzt auch die ganzen anderen Leute. Aber der Verschleiß ist natürlich enorm, oder? Schlechte Versorgung. Obwohl es hier ja eigentlich noch gehen müsste, aber... Kann auch sein, dass die kaputt sind alle, die Versorgung. Ach, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hat sich die Sowjetunion, glaube ich, keinen Gefallen getan, dass sie jetzt hier mit den Iran und mit Afghanistan auch noch Krieg führen. Ich glaube, es sind einfach zu viele Leute hier oben. Die haben echt null Versorgung. Ups. Ich mach mal ein bisschen gediegener. Das war hier normal vorkommen. Gucken wir mal, ob das so besser klappt. Man sagt, die sind da alle noch unterwegs. Bisschen zurückdrängen tun wir sie ja. Leider einfach nur die Versorgung, die so kacke ist. Hier aus. Wir haben noch keine neuen eingenommen, okay. Luftüberlegenheit des Gegners. Ganz nachvollziehen, wie wir hier keine Luftüberlegenheit haben. Sind einfach zu viele Einheiten hier auf einem Fleck. Ich glaube, ich muss das wirklich noch größer lang ziehen. Aber die sind ja immer noch nicht mal alle da, ey. Unglaublich. Oh, 127% Verschleiß. Eieiei. Nee, wir müssen die Sachen wirklich weiter runterziehen. Dann noch den roten.
So, nicht Angriffspakt wollen wir nicht. So, wie weit sind wir drin? Schon 45 Minuten wieder. Wir haben nicht überhaupt irgendwas geschafft, ey. Das ist hier wie so eine kleine Pattsituation. Wir haben genug Manpower. Der verliert langsam, aber sicher immer mehr. Aber es ist noch nicht so, dass man sagt, boah, das geht vorwärts. Weil wie gesagt, uns fehlt langsam immer mehr die Ausrüstung. Das wird irgendwann zu einem richtig, richtig großen Problem. Und die sind auf volle Produktion. Wir kriegen hier nichts mehr raus. Ist wenigstens irgendwas im Grün? Ne. Zusatzausrüstung, genau, auch das Gleiche. Seitenhieb. Können wir ruhig noch machen. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut rein. Wenn wir die Verschlüsselung noch fertig kriegen, aber es bringt alles nichts. Die sind jetzt hier auch komplett voll. Der hat sich auf jeden Fall viel besser aufgeteilt, der Typi. Der Verschleiß ist hier schon mal runtergegangen. Alles auf Stopp. Dann gucke ich mir mal an, ob die Ausrüstung hier runter geht. Dass wir uns irgendwie jetzt erstmal wieder sammeln. Na, hier und da werden gerade noch ein paar Scharmützel gemacht, aber ansonsten... Dann lassen wir die jetzt hier erstmal komplett hin. Es wird weniger, aber noch nicht so, dass man sagt, jo, steigt. Wir hätten hier theoretisch wieder ein paar Jäger frei. Ne, wir machen einfach nicht genug von dem Zeug. Können wir irgendwas hier wegnehmen? Es wäre schon mal schön, wenn wir einfach nur mehr Stahl kriegen würden. Mangel an Ressourcen 100%. Wir hören mal auf mit der Luftwaffe. Und gucken jetzt mal, dass wir hier die Sachen irgendwie herstellen. Ey, wir brauchen jetzt irgendwoher Stahl. Ist mir jetzt wirklich völlig egal, woher wir das kriegen. Westdeutschland. Ostdeutschland. Wir brauchen Konvois, die wir aber nicht haben. Ne, wir kommen einfach nicht an Stahl ran. Das ist unglaublich.
wirklich nur die Sowjetunion. Das bringt uns alles nichts. Das können wir hier noch machen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar. Eine Sache haben wir noch. Oh Gott, jetzt bitte. Kurzzeitig sind wir im Plus. So, fehlende Ausrüstung ist okay. Ja, der kann sich natürlich auch sammeln, aber was soll man machen? Nicht, dass wir da durchkommen, aber können es ja mal probieren. Vielleicht können wir die hier alle wegsnacken. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder einen Cut machen. Eieiei, also ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Das könnte doch ein zu starker Brocken sein, diese Welle. Und guckt euch diese ganzen Einheiten hier an, ey. Und der kämpft hier unten auch noch. Hätte Deutschland noch einen Ticken länger durchgehalten, dann hätten wir eventuell was machen können. Aber wir sind hier einfach zu schlecht von der Infrastruktur. Wir haben genug Leute hier, aber die werden einfach nicht versorgt. Wir sind zu groß, zu viel, zu schlecht versorgt. Ah, ist so nervig, ey. Gucken wir mal. Ich versuche die nächste Folge auf jeden Fall noch hier irgendwie irgendwas zu regeln, aber es sieht nicht gut aus. Und dieses Manpower-Ausdrain, das haben wir auch nicht geschafft. Obwohl die schon über fast 5 Millionen Menschen verloren haben. Es wird einfach nicht weniger. Egal, was wir machen. Dafür wird aber halt unsere Ausrüstung immer weniger. Wir brauchen unbedingt Stahl. Wir brauchen hier oben diesen Stahl. Wir müssen hier irgendwie durchbrechen. Ist mir scheißegal wie. Gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir es irgendwie schaffen. Ich bin sehr gespannt. Drückt mir die Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.